und herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon 3. Und Leute, wisst ihr, was mir letztens gar nicht aufgefallen ist? Dass wir ja schon Unternehmer einfach übersprungen haben, dadurch, dass wir keine Darlehen mehr haben und auch die Bahneinnahmen über 500 liegen. Wir sind schon gleich hier. Wir brauchen eigentlich nur noch eine Bahn mit einer Mindesterregung von 4 und einer Mindestlänge. Also praktisch nur noch mal eine. Wir könnten jetzt praktisch gesehen ganz gemein sein, uns einfach ein Darlehen besorgen und dieselbe Bahn nochmal hinstellen. Und dann wären wir hier mit dem Park fertig, das wäre aus und vorbei und wir müssen hier gar nicht weiterspielen und ehrlich gesagt wäre ich auch dafür. Ich weiß nicht, weil es einfach am simpelsten ist. Wie viel kostet denn die Bahn? Schauen wir doch einfach mal nach. Das ging, glaube ich, mit Speichern. Und wenn wir jetzt hier bei der Bahn sind, haben wir die hier genommen? Ich weiß es gar nicht. Dann kriegen wir hier die Entwürfe, genau. Und die kostet 6.200. Das heißt, wir brauchen nochmal ungefähr 4.000. So. Und jetzt stellen wir die einfach hier nochmal hin. In der Hoffnung, die stellt sich dann hier auch gleich hin. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt keine großartige Lust, hier weiter zu bleiben, wenn man kein richtiges Ziel mehr hat, was man verfolgen kann, weil das finde ich einfach extrem einfach jetzt hier. Wir brauchen jetzt nur noch einen Platz, wo wir das hinstellen können. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Warum kann ich die hier nirgendwo hinstellen? Das ist doch voll doof. Warum stellst du dich hier nirgendwo hin? Hör auf, mich zu ärgern. Stell dich hin. Siehst du, die Bahn will nicht, dass ich hier alles schneller mache. Die will einfach mal, dass wir hier im Park bleiben. Aber ich sehe nicht ein, wieso, wisst ihr? Weil wenn wir das hier schon so schnell fertig haben, muss ich mich da jetzt hier nicht stundenlang noch mit beschäftigen. Weiß ich nicht. Finde ich einfach nicht sinnvoll. Aber die Bahn ist einfach zu groß. Die stellt sich hier einfach nicht hin. Das kann doch nicht wahr sein. So, dann müssen wir halt ein bisschen tricksen. Trick 17, Bahn nach oben verschoben. Aber jetzt ist sie ja teurer geworden. Hier war doch gerade irgendwas mit 6. Okay, dann passt sie hier nicht hin. Ja, dann müssen wir jetzt einfach mal warten, dass wir hier 7.000 zusammenkriegen. Was ja eigentlich nicht so lange dauern dürfte, weil ich will jetzt nicht nochmal hier rausgehen. Und 7.026 sind ja jetzt nicht so viel. Na komm, dabei. Dann können wir wenigstens gleich das nächste Spiel starten. Das finde ich viel schöner. So, eröffnen. So, ausgezeichnet. Sie sind ein echter Tycoon. Bla, bla, bla. So, dann, ja, eigentlich zurück zum Karrierebildschirm. Ab geht da. Dann können wir hier bei karierte Flagge. Formel RCT macht einen Boxenstopp in der Stadt. Es wird nicht gerade leicht sein, diese Besucher auf eine Spritztour mitzunehmen, aber treten Sie trotzdem in das Pedal durch und düsen Sie los. Vergessen Sie nicht, sich anzuschnallen. Gott, ich habe heute einen Lesefehler. Ja, gut, dann sollten wir das vielleicht einfach mal machen. Und starten hier das Ganze auch. Ja, mein Hals ist immer noch ein bisschen kratzig. Deswegen muss ich ab und zu was trinken für die, die es jetzt noch nicht bei den Zooms mitbekommen haben. Deswegen sage ich das jetzt nochmal in jedem Let's Play von Anfang an neu. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier so ganz unprofessionell was trinke und huste und was weiß ich nicht was. Aber ich will jetzt einfach nicht die Woche auf Videos verzichten. Und wenn ich dann gesund bin und aufnehmen kann, bin ich wieder die ganze Woche nur arbeiten. Und das ist dann alles mal ein bisschen blöd. Karierte Flagge! Ja, Anfänger. Oh, dieser Clinton. Okay, jetzt müssen wir hier einen VIP beeindrucken, der auf jeden Fall in einer Achterbahn mit Mindesterregungswert von 4,0 fahren möchte. Er kommt am 16. Mai. Einmal will er dann mit 5,0 und einmal mit 6,0. Also bauen wir gleich eine mit 6,0 hier hin. Ja, gut. Gesamten monatlichen Ladengewinn. Und wir müssen hohe Ladengewinne haben. Das sollten wir doch hinkriegen. Wie schaut es denn hier momentan aus? Was haben wir denn hier an Mitarbeitern? Gar nichts. So, dann brauchen wir hier erstmal ein paar Leute, die hier putzen. Reichen hier zwei? Oder okay, der Park ist ja doch schon etwas größer. Dann dürften zwei erstmal reichen. Und dann stellen wir hier erstmal einen Mechaniker ein, dass der das hier so halbwegs hinkriegt. So, dann hier noch so einen Polizisten. Der darf sich da seinen Weg suchen. Und ein Maskottchen stellen wir auch ein. Sehr schön. Ja, Maskottchen. Was passt denn hier in die Wüste rein? Hier so ein Cowgirl vielleicht. Das ist ganz praktisch. Die Farbe gefällt mir nur nicht so ganz. Was hast du für Haare? Du kriegst rote Haare und ein blaues Outfit. Und sehen wir dich wenigstens. Ach Mann, du bist so cool, Kleines. Du bist so cool. Yo. Okay,
Ja, wie sieht es denn hier finanziell aus? Schauen wir da doch mal als erstes rein. Ja, 49.927 sind ja jetzt nicht so übel. Und wir haben auch keine Darlehen und haben auch einen Darlehenszins von 0%. Also wir können ja so viel Geld ausgeben, wie wir wollen. Ist ja auch mal ganz praktisch. Und wir machen unsere Gewinne über die Einzelfinanzierung praktisch. Also werden wir hier mal gleich anfangen, was hinzustellen, weil Geld dafür haben wir ja almost. So, dann machen wir das doch hier mal alles auf. Bitte schön, ihr könnt jetzt auf Toilette gehen, freut euch. So, dann stellen wir hier hinten noch einen Rotbeersaft hin, dann könnt ihr auch was trinken. So, bitteschön. Und was zu essen bekommt ihr natürlich auch. Ja, die Ladengewinne werden wir nur steigern können, indem wir sie ganz doll billig machen. Dann kommen wir einkaufen. Aber dann kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr Geld. Das ist natürlich dann wieder blöd. Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also werden wir das nur über Parkbesucher an sich hinkriegen. Das heißt, wir müssen hier den Park so attraktiv gestalten, damit hier ganz viele Besucher hinkommen. Wobei Geld ja nicht die Rolle spielen dürfte jetzt. Wer hockt da? Am Feuer? Oh mein Gott. Sieht eher aus wie ein Hippie, nicht wie ein Western-Typ. Oh mein Gott. So, Können wir hier hinten weiter noch eine Toilette hinstellen? Wäre vielleicht ganz ratsam, oder? Weil das sieht hier sehr nach Anstehen und Warten aus. Stellen wir einfach noch hier oben an der Dings eine mit hin. So, für die, die es nicht wissen, wenn ihr hier oben jetzt eine Toilette haben wollt, haltet ihr die Shift-Taste einfach gedrückt. Das ist die Großstelltaste. Und dann könnt ihr hier einfach das hochziehen, indem ihr dann das gedrückt haltet, die linke Maustaste gedrückt haltet und dann so nach oben geht mit dem Pfeil. Und dann könnt ihr das auch auf die Höhen anpassen. Aber die Berge nerven mich hier. Sobald ich mich drehe, sitze ich auf so einem Berg fest. Und ja, dann könnt ihr das alles in die entsprechende Höhe bringen, so damit es auch funktioniert. So, Ja, dann können wir hier auch nochmal was hinstellen. Wie gesagt, Geld haben wir ja. Und da wir ja die Ladengewinne brauchen, am besten ein. Ups. Ja, das Ganze funktioniert aber nicht, wenn das Ganze darunter blau ist. Weil dann stellt ihr es automatisch gleich hin. Das heißt, ihr müsst euch dafür eine Fläche suchen, wo es rot ist. Da müsst ihr es schon mal hochziehen und dann so abpassen, bei welcher Höhe ihr das braucht. Wir haben jetzt die Höhe gefunden. So. Weil sonst stellt sich das da halt gleich hin und ist ja ein bisschen blöd. Genauso wie die Laterne, die da direkt vorsteht. Das ist auch ein bisschen blöd. So, ja, du musst weg. So, haben wir hier auch schon Mülleimer und so eine Scherze? Nur diese Stiermülleimer, aber hier stehen auch keine wirklich damit rum, ne? Müssen wir mal ein paar verteilen. So, hier kann noch einer hin. So, jetzt mal ein bisschen höher und da und hier und du dahin auch noch. Ach Mann, diese Berge sind auch echt zum Reiern. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich hasse das. Das, weil es so nervt. Man will denn hier irgendwie was machen und es nervt einfach nur. So, ich hoffe, die Mülleimer reichen jetzt soweit. Müssten aber eigentlich. Weil so viel kann ja hier gar nicht an Müll hervorkommen, denke ich. Gut, dann Bison Burger öffnen. Und dann stellen wir da gleich noch schnell den Rotbeersaft-Dingens hin und dann sollte das doch funktionieren. Nein, Quatsch, hier müssen wir doch hin. Wir können ja dann noch irgendwie. Sagt das eigentlich Ladengewinne, diese kleinen Sachen? Weil ich überlege gerade, ob das nicht vielleicht auch diese Souvenirsachen sein können. Das wäre ja auch nochmal richtig blöd. Also stellen wir davon auch mal noch was hin. Wenn es jetzt nur die Souvenirsachen wären, wäre echt negativ für uns. Noch eins höher. Oh Mann, blödes Ding. Jetzt hat sich das da einfach selbst hingestellt. Grrr. Du solltest dich doch da nicht hinstellen. So, steht das jetzt richtig? Ne, jetzt ist es zu hoch. Oh nein! Ach Mann, verdammt! Okay, Leute, das kann hier noch ein bisschen länger dauern. Ich und der Luftballon stand. So. Nein, so. Ha. Wir haben's. So, noch irgendwie sternförmig ist die ganze Geschichte. Okay. Ja, dann machen wir mal vorne noch die Westernhüte mit hin. Okay, meine Stimme kratzt gerade ab. So, Stimme geht wieder. Okay, wir können ja hier vorne mit hinstellen. Dann ist hier auch noch was zum Verkaufen. So, sehr gut. Dann haben wir erstmal unsere Stände platziert. Dann können wir jetzt noch ein bisschen was anderes mit hinstellen. Sowas wie Bahnen zum Beispiel. Hier so ein Lasso-Teil ist doch ganz cool. Ja, packen wir einfach mal hier mit hin. So, haben wir ja auch die Holzvariante. Sehr gut. So, haben wir auch schon unsere erste Bahn für kleinere Menschen. Andere nennen sie Kinder.
So, machen wir mal hier 70 auf 20 und machen wir mal gleich auf. So, freut euch über eure neue Attraktion. Ah, was ich auch ganz süß fand, ihr habt mir ganz viel geschrieben von wegen, ja, ich habe mir jetzt das Spiel gekauft und es macht so viel Spaß. Und ja, das freut mich natürlich. Finde ich natürlich sehr gut. Und ja, dann können wir uns ja in nächster Zeit darüber unterhalten, was ihr schon so geschafft habt, wie weit ihr in der Karriere gekommen seid, was euch am meisten Spaß macht, so entweder hier in das normale Rollercoaster oder vielleicht auch Wild oder man weiß es nicht. Ja, wir können ja hier mal mit den Teilen mitfahren, oder? Wir fahren einfach mal mit und gucken wir mal, was hier so abgeht. Jo. So, und ich muss jetzt aber hier mal ein bisschen weiter vor. So, jetzt sind wir irgendwo auf der gelben Bahn. So, hier ist... Nee, hier, genau, der ist cool. So, jetzt warten wir mal, dass es hier grün wird und dann können wir hier mal mitfahren. Und schauen mal, wie es auf der Kartstrecke so ist. Muss cool sein, oder? Also so die Strecke an sich. So, ich trinke jetzt... Wow, was geht los? Ich trinke jetzt zurzeit mal was. Das ist schon ganz cool, ne? Ich finde es halt nur ein bisschen blöd, dass man hier nicht so variieren kann, sondern immer Innen- oder Außenstrecke bleiben muss. Aber was soll's, ne? Unser Erster bleibt auch Erster. Ist ja auch schon mal ganz cool. Ah, die Strecke und die Landschaft ist ja echt Bombe, ne? Ist echt cool gewählt. Mich würde auch interessieren, wie viele Runden die hier fahren. Ob die nur zwei fahren oder überhaupt nur eine. Das wäre ja auch echt mies. Aber die Strecke ist ja schon echt lang. Also von daher sollen sie sich mal nicht so haben. Hoffentlich ist es nicht so teuer. Sonst mache ich da gleich noch eine Runde mehr. Obwohl, die stehen echt an. Das geht ja auch nicht. Ah. Okay, wir kommen jetzt irgendwann mal wieder ans Ziel, wie es ausschaut. Oder auch nicht. Gott, die Strecke ist ja echt ewig lang. Ist ja geil. Und die Kurve war ja jetzt auch ein bisschen schwierig hier. So, okay, es sind also auf jeden Fall mehrere Runden. Wie viel sind es denn? Ich hoffe, es sind nur zwei, sonst muss ich hier schimpfen mit den Leuten. Rundenzahl eine. Ach so, ja genau, weil er Erster ist, darf er nochmal durchfahren. Alles klar, dann ist ja alles gut. Ja, wir könnten höchstens nochmal hier die Strecke ein bisschen erweitern, weil hier noch ein bisschen Platz ist. Machen wir euch mal weg hier. Geh weg. Ja, hört auf, euch zu beschweren. So könnt ihr euch wieder reinstellen. So, habt ihr ein bisschen mehr Platz zum Anstehen. So, und ihr bleibt am besten mal so. Obwohl, wir könnten euch auch genau nach hier ziehen. So, auch schick. Gut, dann fahrt mal munter vor euch hin. Die andere Strecke läuft ja eigentlich parallel, nur dass die dann hier irgendwo andersrum läuft. Also hier irgendwie mit hoch und dann... Ach, keine Ahnung. Jedenfalls sind beide echt cool und toll und was weiß ich nicht was. So, was machen wir jetzt? Wir werden mal hier gucken, ob wir noch irgendwie weiter was ausbauen können. Aber ich würde fast wetten, dass wir jetzt langsam... Moment mal, ich muss noch hier an der Forschung rumstellen. Ich will Achterbahn, ich will Kinderbahn, ich will aufregende Fahrten, ich will keine Wasserbahn, keine sanften, keine Transport, keine andere. Ich will Läden, ich will keine Szenerie, ich will Wege vielleicht und das will ich alles nicht. So, finanziere mich. Gut, okay, Was haben wir denn hier für Bahnen? Wir haben diese Achterbahn mit seitlicher Führung, okay. Ah, diese Minenachterbahn. Wir bauen eine Minenachterbahn. Ich hab's, Leute. So. Wir bauen eine Minenachterbahn. Wie bauen wir denn die Minenachterbahn? Und vor allen Dingen, wo bauen wir die Minenachterbahn? Also Platz haben wir ja auch mehr als genug. Ich würde sie dann einfach mal hier vorne gleich bauen. Ja, bauen wir sie einfach mal hier lang. So. Und dann gehen wir mal nach oben. Yay. Nein, wir gehen nicht nach oben. Wir gehen nur vorwärts. Alter. Oh mein Gott, so. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen hoch. Ja, wir gehen ein ganz schönes großes Stück hoch. So, aber wenn wir eine Kurve einbauen, haben wir nicht mehr die Kette. Also ist auch blöd. So, jetzt müssen wir hier langsam mal in den Kreis gehen. So, dann gehen wir hier mal runter. Und dann gehen wir hier mal rum. Und dann können wir hier mal in die Schräge gehen und dann in die Kurve. So, ihr wolltet doch mal, dass ich so einen Kreisel baue, aber so atemberaubend ist der jetzt auch nicht. Noch einmal tiefer kommen wir nicht. Das ist jetzt blöd an der Stelle. Dann müssen wir hier wohl mal geradeaus weiter. So, dann bleiben wir hier mal gerade und dann gehen wir mal am besten hier wieder hoch. So, aber ich würde lieber schräg gehen, ehrlich gesagt. So, welche Schräge haben wir denn jetzt hier? Genau. So. Nee, muss schon die sein. So, reicht das denn vom Schwung? Ich hoffe doch, nicht, dass es jetzt zu hoch ist. Ach, naja, wird schon gehen. Wenn nicht, geht's halt nicht. So, weil ich möchte ja auch nochmal so einen steilen Abgang haben.
Klappt aber nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist so schon mal so ähnlich, wie ich es gern hätte. Das war auch schon mal nicht schlecht. So, nee, das ist blöd. Dann machen wir das halt hier nochmal so lang. Nee, da will ich nicht lang. Ich muss andere Richtung lang. So. So. Nee, ich will ja nicht die Schräge. Oder will ich die Schräge? Vielleicht will ich die gerade Schräge. Genau, wir nehmen eine gerade Schräge. So, dann lasse ich die jetzt einfach hier gerade fahren. So ein bisschen gerade Strecke ist ja jetzt auch nicht übel, oder? Also, finde ich zumindest. So. Dann können wir hier nochmal hier ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter. So, ist doch schick, oder? Das ist hier nochmal so eine kleine Hügellandschaft. Mensch, ist das nicht toll. So, nee, das ist auch noch nicht schick. So, jetzt ist hübsch. Mal gucken, ob das Ganze dann jetzt hier funktioniert. So, Moment, ich will mitfahren. Lass mich mitfahren. So, na dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Gott, ey, ich habe jetzt innerhalb von 3 Minuten eine Bahn gebaut. Ich bin doch der Wahnsinn, oder? Hoffentlich hat die auch die Qualität, die ich hoffe, dass sie die hat. Na, mal gucken. Okay, wir haben ja das erste Gefälle. Jetzt geht's runter. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Oh mein Gott. Okay, wir haben mal wieder mehr Schwung, als ich, denke ich, mal dachte. So, es reicht genau aus. Sehr gut, wenn ich stelle die Kette nochmal schneller ein. So, jetzt schwingt es schön rum. Wir fahren die gerade Strecke lang. So. Ja, und die Hügellandschaft schafft es sehr locker. So, dann muss ich höchstens jetzt nochmal hier hinten umbauen. Aber das machen wir einfach im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Also, bis dann!